komm runter. Danke, Basti. Hi, ich bin der Flo von Bike24. Wir sind heute wieder bei uns im Lager und wir haben hier ein kleines Set für euch improvisiert. Ihr habt vielleicht gesehen, wir hatten nicht viel Zeit und eventuell habt ihr auch schon eine Ahnung, um was es geht. Falls nicht, zeigen wir euch das jetzt mal. Okay. Genau, es geht um die neuen SRAM Access Komponenten. Genauer gesagt um die SRAM Red E-Tab Access. SRAM Red E-Tab Access. SRAM Red E-Tab Access. E-Tab. Es geht um die neuen SRAM Access Komponenten. Genauer gesagt um die SRAM Red E-Tab Access, die ihr gerade ja bestaunen konntet. Access ist ein Bike Component Integration System, was via App gesteuert werden kann. Das heißt, man kann über die App das Schaltverhalten einstellen, man kann die Schaltpedals unterschiedlich belegen und man kann natürlich den Batteriestatus der elektronischen Schaltkomponenten genauestens abfragen, sodass man da auch immer sicher geht und nie leer läuft. Ein besonderes Sahnestück der neuen Red E-Tab Access ist die 12-Fach-Kassette mit dem X-Range Gearing. Das bedeutet eine sehr feine Gangabstufung von nur einem Zahn auf den untersten 6 bis 7 Ritzeln bei trotzdem erhöhter Bandbreite. Das erfordert natürlich für das kleinste, für das 10er Ritzel einen besonderen Freilaufkörper, der XDR oder XDR genannt wird, welcher aber bei den meisten DT-Swiss und ZIP-Laufrädern seit 2012 schon nachgerüstet werden kann. Durch die hohe Bandbreite der Kassette kann natürlich auch an den Kettenblättern etwas optimiert werden. Hier ist die größte Abstufung die 5037er und die bis jetzt am liebsten bei allen Testfahrern ist, laut SRAM, ist die 4835er Abstufung. Durch die insgesamt kleineren Kettenblätter verlagern sich auch die Schaltvorgänge eher nach hinten. In unserem besonderen Fall haben wir hier eine Quark Power Meter Kurbel in der Hand. Die Red Kurbel gibt es natürlich auch ohne Power Meter. Wenn man sich eine ohne Power Meter geholt hat, ist es auch kein Problem, dann kann zusammen mit dem Spider und den Kettenblättern auch ein Power Meter nachgerüstet werden. Der 12-Fach-Antrieb bringt natürlich mit sich, dass auch die Kette etwas schmaler werden muss. Um aber trotzdem Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten, hat SRAM die Flat-Top-Kette entwickelt und einfach das Material, was in der Breite gespart wurde, letztendlich in der Höhe auf die Kette aufgebaut. Und somit hat man die typische Ketteneinwölbung nur noch auf der, ja, wenn man so will, Unterseite der Kette. Das Red E-Tab Schaltwerk ist dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt. Hier hat sich auch ein bisschen was geändert. Zum einen gibt es nur noch eine Käfiglänge. Das macht das Ganze simpler. Es gibt keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Übersetzung. Und hier in drinne, was man nicht sehen kann, befindet sich das Orbit Chain Management. Das heißt, das Schaltwerk ist flüssigkeitsgedämpft und die Schaltvorgänge werden dadurch einfach noch ein bisschen leiser, präziser und weicher. Nach dem Schaltwerk gibt es natürlich noch den Umwerfer. Da hat sich aber nicht so viel verändert. Der schaltet immer eine Kapazität von 1310. Angetrieben wird das Ganze von den 2 Akkus. Bei normaler Nutzung haben die ungefähr eine Fahrleistung von bis zu 60 Stunden. Kurz noch zur Bremse erwähnt. Wir haben hier die Disc-Variante da liegen. Es wird natürlich aber auch eine Felgenbremsvariante geben, sodass für jeden Geschmack was dabei ist. Ja, damit ist, glaube ich, alles gesagt fürs Erste. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!